Und willkommen zurück zum Minecraft. Ich habe die Aufnahme beendet, weil ich ja mein Schlusswort gesagt habe. Das ist so das Zeichen dafür, dass die Aufnahme kommt. Aber das Lecken hat trotzdem nicht aufgehört. Ja. Ich glaube eigentlich, so schlecht ist das nicht. Aber auch nur, wenn man das gerade gebrauchen kann. Aber ich kann das hier gerade nicht gebrauchen. Deswegen ist das schlecht. So. Dann mache ich mal wieder hier. Ja, das ist, eigentlich ist das scheiße. Und natürlich ist direkt die Schaufel kaputt gegangen. Das ist super. So, und ich baue mich mal hoch wieder, weil ich natürlich noch keine Leitern gemacht habe. Ich glaube, ich gehe erstmal pennen. So, und danach esse ich was. So. Oh, das Problem ist natürlich, da oben spawnen Monster und die kommen dann hier rein. Und wenn die dann erstmal hier drin sind, ist das unschön. Und da draußen verbrennt gerade ein Skelett. Und wir gucken jetzt dem Skelett zu, wie es verbrennt. Und Evelyn nicht Hilfe sucht. Aber es findet keine Hilfe. Das ist ein zweites Skelett, das gerade brennt. Und jetzt sind beide kaputt gegangen. Und deswegen kann ich jetzt wieder zurück in den Keller gehen. So, ich glaube, ich baue mir mal ein paar Leitern. Na, ich habe sogar noch Leitern. Das ist schon ein Vorteil, da muss ich mir nicht direkt Leitern basteln. So. Natürlich habe ich zugebaut, das ist auch praktisch. So, jetzt haben wir Leitern, jetzt kommen wir hier auch hoch und wieder runter. So, ich baue mir mal wieder eine neue Schaufel, ich glaube die Erde. So, das Problem ist jetzt nur, wir haben keine Kiste mehr, wo wir das alles reintun können. So, Stickies haben wir aber noch, klar. 1, 2. So, jetzt mache ich noch ein Eisen. Aber das Eisen hier ist theoretisch schon fertig geworden. So. Da auch. Da auch. Und da auch. So, jetzt haben wir wieder neues Eisen. Neues Eisen, neues Glück. Nein, nicht neues Eisen, neues Glück. So, jetzt brauche ich mir die Schaufel. Und dann ist alles wieder gut. So. Eisenschaufel. Und wir gehen wieder zurück in den Keller. Obwohl jetzt keiner wirklich Bock hat, in den Keller zu gehen. Okay, jeder hat Bock, in den Keller zu gehen, weil ich in den Keller gehe. Wer hat da schon nicht Bock, in den Keller zu gehen, wenn ich in den Keller gehe? Ja, ich muss jetzt einfach gar nichts machen. Ich drück gar nichts. Der haut einfach so aus Spaß an der Freude raus, was er raushauen will. Deswegen, ich mache jetzt gar nichts. Eigentlich praktisch, ich muss gar nichts machen, ich muss wirklich null machen, ich muss nur laufen und die Maus bewegen. Jetzt gerade finde ich das relativ praktisch, aber es kann auch nach einer Zeit schon ganz schön nerven, wenn man da eine längere Zeit so dran sitzt und der das die ganze Zeit macht. Das heißt, es kann schon nach einer Zeit nerven, das nervt nach einer Zeit schon ganz schön dolle. Und ich will euch raten, wenn ihr sowas mal habt, dann ist das relativ praktisch. Dann müsst ihr das gelassen sehen, dann ist alles gut. Spätestens, wenn ihr den PC runtergefahren habt und wieder hochgefahren habt, ist das weg. So, und jetzt habe ich, ohne mich viel zu bewegen, diesen ganzen Mittelstreifen hier weggemacht. Natürlich habe ich diesen ganzen Mittelstreifen nicht weggemacht, weil hier noch der Steinlöse liegt, aber den kann ich auch wegmachen, das ist ja gar kein Problem. So, denn ich habe ja noch so eine sneakige Spitzhacke. Ja, und die macht jetzt genau das gleiche wie die Schaufel. Ich muss gar nichts machen. Der baut sie einfach ab. Einfach so. Ja, das. So spart man Energie. Okay, was heißt Energie? Ich verbrate sowieso keine Energie, wenn ich meinen Finger für ein paar Sekunden auf dieser Maustaste lasse. Irgendwie sieht das aus, als würden die immer wieder dahin kommen, diese Blöcke. Das verwirrt mich gerade ein bisschen. So, jetzt ist alles gut. So, hier bauen wir noch mal eine Fackel hin, da bauen wir auch noch mal eine Fackel hin, so dass das hier auch ja nicht zu dunkel wird. Da sieht es auch aus, als wäre es zu dunkel. Dann machen wir mal eine Fackel hin. Ich glaube, den Boden mache ich komplett aus Clean Stone und die Fackel da steht natürlich ganz souverän. Die Fackel steht da natürlich auch ganz souverän. So, hier ist auch Clean Stone. So. Minecraft will mich irgendwie ein bisschen verarschen. Das ist eindeutig.
dass die mich ein bisschen verarschen möchte. Aber Minecraft will mich ja sowieso immer verarschen. Und das nächste... Und das nächste, was ich mache, ist erstmal... Cobblestone braten, um mir weiter Cleanstone machen zu können. Aber jetzt will ich hier erstmal hoch. Aber er will gerade nicht hoch. So, Cleanstone, 39 Cleanstone sollten reichen. Machen wir mal so. So. So und so. Das, ich mache das mit 4 Öfen, aber nur deshalb, weil das so sonst viel schneller geht. So, ich weiß nicht, machen wir die Wände aus Cobblestone oder nicht? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall weiß ich, dass wir Kisten machen. Okay, ich glaube, ich mache die Wände machen wir aus Cobblestone. Das glaube ich. Und das, was heißt es, glaube ich, das weiß ich. Ich finde einfach, das sieht ein bisschen sneakiger aus, wenn man das aus Cobblestone hat. So, gerade war hier die ganze Zeit so eine hässliche Fliege, so ein Brummer in meinem Zimmer. Der hat die ganze Zeit genervt. So, und was mache ich jetzt? Natürlich gehe ich raus, obwohl ich was essen muss. Ich sehe gerade, dass ich was essen muss. So, wir haben ja hier ganz viel gebratenes Schweinefleisch. Leineschweiß, genau. So, dann essen wir uns mal das Cooked. Was steht da? Cooked Pork Shop, ja klar. Und, yeah. Okay, das letzte, dass ich das letzte noch gegessen habe, war unnötig. So, wir warten jetzt hier auf Cleanstone. Ach, ich glaube, die nehmen wir uns schon mal. Und daraus kann man ja schon super einen Boden basteln. Ich weiß gar nicht, habe ich das jetzt rausgeworfen? Ja klar, tatsächlich habe ich das da rausgeworfen. Ich weiß gar nicht, warum man sich mit 29 Cleanstone keinen vernünftigen Boden basteln sollte, also können sollte. Okay, das reicht, hoffe ich. So, die 11 passen da vorne jetzt gar nicht mehr rein. Das sind 1, 2, 3, 4. Das regt mich ein bisschen auf, wenn man sich an Cleanstone verbaut. Ist zwar nicht so schlimm, als wenn man sich mit Glas verbaut, weil Glas kriegst du gar nicht wieder. Cleanstone kriegst du einfach nur so hässliche Cobblestones wieder. Obwohl Cobblestones will ich gerade irgendwie haben. Deswegen gehe ich mal ein bisschen Cobblestone abbauen. Irgendwo. Am Po der Welt. So, dann gehen wir mal da vorne hin und holzen uns da ein bisschen Holzen und Steine ab. Yeah. Was machen wir als nächstes? Wir steinen uns Holz ab. So, dann gehen wir da mal hoch. Und klopfen. Und da einfach mal den Stein weg. Wir brauchen ja keine Erlaubnis. Wir sind PajuLP. Wir brauchen keine Erlaubnis, um uns hier die Steine von diesem Berg wegzuholzen. War da hinten ein Enderman? Hinten war ein Enderman. Da hinten ist ein Enderman. Soll ich den mal angucken? Hier. Oh, ich habe es gedacht, der teleportiert sich zu mir. So, dann machen wir so und so und so und so und so und so und so. Und ich muss wieder nichts machen, weil der einfach nur scheiße ist. So, jetzt haben wir uns ganz viel Cleanstone, Cobblestone abgebaut. So, bevor ich jetzt zurück ins Haus gehe, beende ich meine Aufnahme jetzt und verabschiede mich von euch. Bis zum nächsten Video.